Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo, ihr Lieben. Ja, hier liegen die Teilnehmerinnen, die an dem Gewinnspiel für die Happy Meal teilgenommen haben. Ich hatte ja geschrieben, bis Sonntag 10 Uhr. Genau, Sonntag 10 Uhr habe ich diese Namen auf diese kleinen Zettelchen geschrieben mit Bleistift. Und um 10:01 Uhr habe ich hier einen Totalausfall offline mit Internet. Sky, Telefon geht nicht, E-Mails geht nicht, es geht komplett alles nicht. Und ich drehe das Video jetzt gerade an dem Sonntag noch, aber schon nachmittags. Ich habe natürlich angerufen und eine Störung gemeldet und jetzt ist die Störung tatsächlich so weit, dass ein Techniker kommen kann. Ich habe alles versucht von hier aus und die konnten mir dann auch nicht weiterhelfen und ich wollte aber das Video auf jeden Fall dann heute trotzdem abdrehen. Ich werde, sobald ich kann, Dienstag soll der Techniker kommen, Dienstagnachmittag, und sobald das wieder läuft, werde ich das Video hochladen. So, ich werde jetzt, das wollte ich nämlich ganz gerne live machen, also was heißt live, aber mit euch zusammen machen. Ich habe die Namen mit Bleistift draufgeschrieben, damit das nicht durchdrückt, und ich habe immer den Vornamen genommen und den ersten Buchstaben vom Nachnamen. Und ich habe mich darüber sehr gefreut, dass ihr auch so toll kommentiert habt und dass es so gut angenommen worden ist, das Video. Das war einfach nur eine spontane Idee, dass ich das mal verlosen wollte, weil ich irgendwie niemanden so ad hoc wusste, wem ich dann diese Happy Mail zuschicken könnte, und habe gedacht, ich habe so viele tolle Abonnenten, die regelmäßig die Videos schauen, und ihr müsst nicht immer kommentieren. Also das, wenn ihr einen Daumen hoch, ich habe nämlich ein paar E-Mails ja bekommen von euch, die jetzt hier gefaltet werden, die Namen. Und da stand dann auch, ich gucke deine Videos total gerne, das freut mich mega. Ich komme aber nicht immer dazu zu kommentieren. Überhaupt kein Thema, kann ich verstehen. Ich mache das auch bei meinen vielen YouTube-Kanälen, die ich abonniert habe. Ich gebe, wenn mir das Video gefallen hat, aber hier auf jeden Fall immer einen Daumen hoch. Daumen runter gebe ich nur im alleräußersten Notfall, weil ich finde, derjenige, der da sich Gedanken gemacht hat, die Idee einmal zu machen und dann dabei die Kamera laufen zu haben, finde ich immer sehr schade, wenn man einen Daumen runter bekommt. Aber die Daumen runter, muss ich euch ganz ehrlich gestehen, die gucke ich mir gar nicht mehr an. Die gucke ich mir seit ungefähr einem halben Jahr nicht mehr an. Das hat was mit positiver Affirmation, mit positives Denken. Das Glas kann, wenn es genau bis zur Mitte gefüllt ist, kann es entweder halb voll oder halb leer sein. Und ich schaue mir mal an, wenn ich auf meine Statistiken gucke bei YouTube, wie viele haben es überhaupt angeguckt und wie viele Leute hat es gefallen. Und dann kommt die Kommentare, und da freue ich mich auch immer sehr drüber, versteht das bloß nicht falsch, aber ihr braucht euch nicht genötigt fühlen, immer einen Kommentar zu hinterlassen. Manchmal sind ja auch Fragen dabei und ich versuche schon irgendwie das zeitnah zu beantworten. Ihr merkt schon, ich mische hier ganz schön beim Erzählen. Und ich habe mich sehr über die E-Mails gefreut und über die Teilnehmerinnen hier und fand, mit jeder E-Mail, die dann gekommen ist, war ich dann noch mehr ein Stück, nicht traurig, aber bewegt. Bewegt ist das richtige Wort. Und da habe ich mir jetzt überlegt, diejenigen, die so viel Vertrauen zu mir haben, dass ich eure Adressen nicht weitergebe oder sonst was, das könnt ihr auch mit gutem Gewissen behalten, eure Anschriften, die ihr mir per E-Mail geschickt habt, die benutze ich nur für die Happy Mail oder mal für eine Weihnachtskarte. Das kann auch passieren. Ich habe so eine Weihnachtskartenliste. Ihr wisst ja, so zwischen 100 und 150, letztes Jahr waren es 120 Karten, verschicke ich. Und der eine bekommt vielleicht in diesem Jahr eine, womit er nicht gerechnet hat, und der andere vielleicht von letzten Jahr dann nicht. Das ändert sich dann immer mal wieder. Das sind die einzigen Möglichkeiten, einmal die Happy Mail zum Geburtstag oder zu Weihnachten, wo ich dann vielleicht die Adresse verwende. Und wenn ihr sagt, ihr möchtet das auf jeden Fall nicht, dann ist es auch okay, dann mache ich das auch nicht. So. Und weil ich von euch 2, 4, 6, 8 Leuten, die mir geschrieben haben, dass sie gerne diese Happy Meal bekommen möchten, so begeistert war, werde ich jetzt eine ziehen, eine Gewinnerin. Und dann habe ich mir überlegt, werde ich noch drei ohne Kamera ziehen und mir bis Ende des Jahres, sind ja noch ein paar Wochen, werde ich mir nochmal die eine oder andere Happy Meal überlegen, und dann wird die eine oder andere davon nochmal überrascht. Also die wird dann auch erst gezeigt in die Kamera, wenn es dann angekommen ist. Wenn eine von diesen 8 Leuten jetzt hier sagen, nein, das möchte ich auf gar keinen Fall, dann schickt mir gerne darüber nochmal eine E-Mail. Dann nehme ich das komplett raus, aber sonst lasst euch einfach überraschen. Und jetzt ziehe ich eine Gewinnerin. Ich mache mal Augen zu und habe jetzt diesen Zettel hier.
Und dann schauen wir mal zusammen rein. Und das ist, mach auf, tada, Stephanie S. Kann man das sehen? So, ein bisschen dichter in die Kamera. Ich habe es extra so schön zart mit einem Bleistift drauf geschrieben, damit ich nicht mogeln kann. Stephanie S. Und die hatte mir geschrieben, ich gucke noch mal drauf. Sekündchen. Wie gesagt, mein Rechner ist zwar zusammengebrochen, aber mein E-Mail-Account ist noch bis... Stephanie hat mir geschrieben, am 10.10. um 9.07 Uhr ist sie bei mir eingegangen. Und ja, du bist die Gewinnerin. Und das schicke ich dir dann los. Genau. Post und so wird ja wohl funktionieren, sodass das wahrscheinlich vor diesem Video schon bei dir ist. Und die anderen lege ich mir zur Seite. Ich habe ja eure E-Mails auch und dafür, wie gesagt, tausendmal danke. Und ich überlege mir das vielleicht auch alle, ich muss mal gucken, vielleicht schaffe ich auch, dass jeder eine Kleinigkeit von mir bekommt, eine kleine Happy Meal. Aber das kann ich nicht versprechen. 3 habe ich mir nochmal als Ziel gesetzt für bis Ende des Jahres. Das kann natürlich auch sein, weil wir Richtung Weihnachten gehen und ich jetzt auch schon langsam Richtung Weihnachten gucke, dass ihr vielleicht auch eine weihnachtliche Happy Meal bekommt. Aber ich glaube, das spielt dann gar nicht so eine große Rolle, wenn das von Herzen mit Liebe selbst gemacht ist. Glaube ich, freut ihr euch auch, wenn es zum Thema Weihnachten ist. Warum habe ich jetzt hier 4 Farben von Distressed Oxide Ring? Ich wollte nicht nur ein Auslosungsvideo machen, sondern ich wollte mit euch ganz gerne auch eine Karte wieder gestalten. Und zwar habe ich mir nochmal das Freebie von Christina Stamps, Isabel Christina Stamps ausgedruckt und wollte ganz gerne mit diesen 4 Farben einen schönen Hintergrund machen und dann mit Pastellkreidestifte, weil der Drucker, wie gesagt, auch WLAN läuft und das im Moment ja nicht läuft, konnte ich jetzt nicht mehr auf Watercolor ausdrucken und mit dem Spektrum Noir finde ich für den Hintergrund, was ich mir geplant habe, nicht so schön, deswegen nehmen wir die Pastellkreidestifte. Und dabei wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß und sage nochmal herzlichen Dank an alle, die das Video sich angeschaut haben, die sich alle Videos von mir anschauen, dass ihr so mutig wart, mich anzuschreiben und Stephanie bekommt ihre Happy Mail jetzt zugeschickt und die anderen lassen sich einfach überraschen und wie gesagt, wer das nicht möchte, schreibt mir das einfach. So, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dem Video. Macht's gut.